Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei Asterix and Friends. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Können hier natürlich wieder mal ein bisschen was reißen. Ihr seht natürlich, dass wir auf alle Fälle Nahrung brauchen. Dann würde ich sagen, werden wir hier erstmal anfangen einzusammeln. Gucken hier erstmal, was wir da insgesamt so zusammenbekommen. Also da bin ich natürlich selbst gespannt. Aber ich denke, das sieht eigentlich ja nicht so verkehrt aus. Was brauchen wir noch? Steine könnten wir neu brauchen. Aber ansonsten sieht es eigentlich soweit relativ paletti aus. Ich würde sagen, wir werden erstmal ein paar... Ah, nee, erstmal holen wir uns hier die Kohle. So, dann haben wir kohletechnisch auch erstmal wieder ein bisschen was am Start. Von daher bin ich damit natürlich auch erstmal zufrieden. So, dann würde ich sagen, wir haben auch erstmal... Wollen wir hier erstmal angreifen? Was haben wir hier überhaupt? Ja, hier können wir auch noch ein bisschen was einsammeln. Das habe ich letztens ganz vergessen. Das werden wir dann tun, wenn wir keine Nahrung mehr auf Tasche haben. Aus dem Grund würde ich sagen, gucken wir hier erstmal, was wir hier so reißen können. Benenne dein Dorf. Okay. Wie mache ich das? Stärke, Ausrüstung. Okay, wo kann ich mein Dorf benennen? Hier haben wir unsere Erfolge. Hier haben wir unsere Rangliste. Was haben wir hier? Wähle deinen Dorfnamen. Okay. Nennen wir erstmal Epsilist City. Was ist hier? Dorfnamen müssen zwischen 4 und 16 Zeichen lang sein. Dieser Name enthält unzulässig. Ey! So, das haben wir erledigt. So, dann gehen wir hier erstmal auf fertig. Können wir hier natürlich erstmal rufen, was können wir hier machen? Kategorien, okay, allgemein sammeln, Kampf, fertigen, Tränke, Social. Alter, ist übelst die geile App. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde sie jetzt schon mega geil, mega cool. So, dann gehen wir hier erstmal wieder ruf. Was können wir hier machen? Gildenname können wir auch machen. Ich würde sagen, wir nennen die einfach All Four. Run, okay. Abkürzung ist A. 4. Oh. Können wir hier natürlich erstmal was auswählen. Nehmen wir so, okay. Und dann würde ich sagen, nehmen wir so. Oder doch so. Ich weiß nicht, was sagt ihr, was findet ihr besser? 1000 Münzen müssen wir investieren, also können wir uns das noch nicht mal leisten, Alter, was? Das ist natürlich richtig bitter. Okay, 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 dann gehen wir da erstmal wieder raus. Könntet natürlich erstmal nicht so wirklich machen. Gehen erstmal wieder in unser Dorf und dann gucken wir natürlich, was wir hier noch so machen können. Was haben wir hier? Besitze Holzbretter. Okay, besitze Steinblöcke. Würde ich sagen, wenn wir hier erstmal wieder gucken, ob wir hier ein bisschen was verbessern können. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal auf verbessern. Können wir gleich nochmal gucken, ob wir eventuell noch irgendwie was verbessern können. Können wir uns auch leisten. Sehr schön, dann machen wir das natürlich auch. Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Steine. Würde ich sagen, werden wir hier erstmal ein paar Steine holen.
So, dann haben wir steinetechnisch auch erstmal wieder ein bisschen Watt am Start. Könnten jetzt natürlich unseren Nahrungsspeicher aufleveln. Wir könnten auch sagen, unser Strohlager. Würde ich sagen, wir werden erstmal ein Strohlager verbessern. Und dann gucken wir natürlich, ob wir hier eventuell noch was. Das haben wir auf Stufe 1. Das könnte man verbessern. Das ist auf Stufe 2. Da würde ich sagen, werden wir das hier erstmal verbessern. Das ist Fakt. Gucken da erstmal hin. Können wir uns das leisten? Jo, das können wir uns auch leisten. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Aus dem Grund kommen wir da natürlich auch erstmal wieder ein bisschen voran. Das finde ich natürlich cool wie Sau. Erobere die Farm bei deinem Dorf, von südliche Farm sammeln. Okay, werden wir da erstmal sammeln. Haben wir jetzt die Aufgabe abgeschlossen, das würde mich mal interessieren. Besitze Stroh, Alter, 20 Stroh brauchen wir, 10 Stroh und Wasser brauchen wir hoch, okay. Hier sind wir erstmal in der nächsten Stufe, dann werden wir hier erstmal halt einsammeln, was mir aber gerade auffällt, das finde ich natürlich richtig blöde, wie können wir hier irgendwie das Lager wieder füllen, also da müsste mir mal einer was in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert, das wäre natürlich eine richtig noble Sache. So, dann haben wir hier erstmal soweit alle zusammen. Was müssen wir dann machen? Das ist natürlich die Frage, das könnten wir vielleicht auch aufwerten. Nee, nicht so wirklich. Tritt einer Gilde bei. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Errichte Boxring. Errichte Schmiede, okay. Würde ich sagen, gucken wir erstmal, ob wir hier irgendwie was errichten können. Den Boxring. Ich würde sagen, jo, den klatschen wir hier erstmal hin. Dann werden wir den nur erstmal errichten. Haben den jetzt am Start, ist natürlich geil. Was haben wir hier? Klicke hier, um deine Verteidigung aufzustellen. Alles klar, das werden wir natürlich auch erstmal machen. Okay, Gerontologik, Demokratik, so. Rumklicks. Dann würde ich sagen, klicken wir hier erstmal ruf. Gehen hier auf akzeptieren, nochmal akzeptieren und dann haben wir hier natürlich erstmal ein bisschen was am Start. Können jetzt hier oben nochmal klicken, was können wir hier machen? Wetteinsatz wählen. Ah, okay, okay, okay. Was wollen wir einsetzen? Ich bin gespannt, gucken, ob wir hier was reißen können. Das habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja auch richtig geil. Ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen. Geil wert natürlich, wenn wir hier irgendwie einen Sieg holen. Aber versprechen kann ich natürlich erstmal nichts. Auf jeden Fall sieht es erstmal relativ beschissen vor uns aus. Wir kriegen auf jeden Fall nur auf die Fresse. Kann ich hier auch irgendwie was drücken oder ist das einfach nur abhängig? Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. So, wie jetzt weiter? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das ist natürlich die Frage, aber ich glaube, es sieht sehr, sehr bitter für uns aus. Also ich glaube, der Gegner macht uns hier platt, wie ich alles sehe oder wie ich es gerade sehe. Jo, den haben wir erstmal weg. Ja, und ist natürlich nice. Gucken, wie es weitergeht. Ich brauche hier auch nichts drücken, glaube ich.
Jetzt kommt es natürlich drauf an, was hier am Ende bei rauskommt. Also wie gesagt, ich bin extrem gespannt, was der Gegner hier so macht, ob er die Nase vorne hat oder nicht. Also die Dorfprügelei ist auf jeden Fall eine geile Sache. Mir gefällt es auf jeden Fall, aber das ist auf jeden Fall immer, naja, ein bisschen glücksabhängig. Also wie gesagt, von daher müssen wir mal gucken. Den Sieg haben wir auf jeden Fall. Gewonnen haben wir. Geile Sache. Fette Ding. Eine Belohnung haben wir auch bekommen. Deshalb würde ich sagen, werden wir hier erstmal einsammeln. So machen wir das. Und gucken dann, was wir hier eventuell noch so machen können. Also das ist auf jeden Fall geil. Macht mit dem Boxring. Haben sie auf jeden Fall gut was einfallen lassen. So, was machen wir dann? Wir können natürlich eventuell noch ein Gebäude bauen. Nee, können wir nicht. Dafür haben wir nicht genug am Start. Was ist mit Obelix? Jage Wildschwein in deinem Dorf. Okay, dann müssen wir natürlich erstmal gucken, wie viel Nahrung haben wir. Würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal jagen. Da habe ich nämlich letztes Mal ein bisschen verballert. Da ist es. Sehr schön, dann haben wir schon mal eins gejagt. Müssen jetzt natürlich gucken, ob wir hier eventuell noch was finden. Was ist denn das hier überhaupt? Rennt hier noch irgendwo ein Wildschwein? Seht ihr hier irgendwo ein paar Spuren? Ich weiß es selbst nicht. Aber ich sehe erstmal keine, muss ich sagen. Aus dem Grund würde ich sagen, gucken wir erstmal, ob wir hier ein bisschen Wasser haben. Das ist hier blockt. Gut, okay. Dann mit anderen kommen wir überall nicht so wirklich ran. Doch, hier kommen wir ran. So, dann haben wir natürlich auch erstmal wieder ein bisschen Fisch, ein bisschen Wasser. Was gibt's hier noch? Ist hier noch irgendwie was am Start? Das können wir uns nicht holen. Hier kommen wir auch nicht ran. Aus dem Grund ist das natürlich jetzt ein bisschen mies. Können wir da erstmal nicht so wirklich was machen? Können wir hier noch irgendwie was machen? Ich weiß es nicht. Können wir mal gucken. 100, was haben wir? Naja, nicht so dolle. Fisch brauchen wir hier noch. Von südliche Farm sammeln, das werden wir jetzt natürlich auch noch machen. Das sind doch die südlichen Farmen, ich weiß es nicht. Bin ich doof, Süden ist da unten, Mann, dann würde die sein hier, oder? Oder die, ich weiß es nicht, die kann auch sein. Müssen wir mal gucken. Verstehe ich natürlich auch nicht. Eigentlich haben wir jetzt von einer südlichen Farm gesammelt, eine andere, oder verstehe ich hier irgendwie was falsch? Keine Ahnung. Oder ist das hier vielleicht die südliche Farm? Ich weiß es nicht. So, was machen wir dann? Wir können jetzt natürlich erstmal hier gucken, ob wir hier ein bisschen Nahrung einsammeln können. 20. Ich würde sagen, das sammeln wir erstmal ein. Haben dann erstmal wieder ein bisschen Nahrung hier am Start und müssen natürlich gucken, was wir noch so machen können. Also da bin ich natürlich selbst gespannt. Ich weiß auch nicht so wirklich, was ich hier noch so machen soll. Da ist ein Ausrufezeichen, da ist ein Ausrufezeichen. Das hat er noch vor Aufjahren. Besiege römische Patrouillen bei deinem Dorf. Okay. Würde ich sagen, wenn wir erstmal hier raufgehen. Und probieren einfach aus, gucken, ob wir packen, aber ich denke, wir haben gute Karten, holen hier hoffentlich den Sieg. So sieht's aus, gewonnen haben wir. Nehmen hier erstmal das mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal hier auf den nächsten Ruf. Nee, das können wir auch erstmal knicken. Gehen hier erstmal eine Attacke. So, dann haben wir das natürlich auch erstmal geschafft. Das ist natürlich auch wieder mal richtig nice. Dann haben wir die Aufgabe hier auch erstmal abgeschlossen. Holen hier erstmal uns wieder ein paar XPs und können natürlich gucken, wie es weitergeht. Was haben wir hier noch? Besitze Holzbretter, besitze Steinblöcke. Okay. Würde ich sagen, gehen wir hier erstmal wieder zurück. Können hier erstmal gucken.
Holz brauchen wir auf jeden Fall, ne? So, dann brauchen wir noch hier irgendwie was, einen Steinblock. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Steine jetzt. Das hier blockt. Haben wir hier noch irgendwo andere Steine? So, dann soll er dann noch ein paar Steine abackern und dann würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall jetzt nochmal zuschlagen. Und zwar hier werden jetzt auf jeden Fall hier erstmal noch ein paar Steinblöcke produzieren. Was haben wir hier? Einen Schleifstein. Ich würde sagen, den können wir noch nicht fertigen. Gut, okay, was fehlt uns da? Weiß ich nicht genau. Aber wie gesagt, auf jeden Fall sind wir damit erstmal wieder durch, haben soweit alles erledigt, was wir erledigen konnten, haben nahrungstechnisch jetzt auch nicht mehr wirklich was am Start. Aus dem Grund würde ich sagen, sind wir für heute auch erstmal wieder durch. Werden jetzt hier natürlich noch unsere Nahrung komplett auf den Kopf kloppen und sammeln erstmal noch ein bisschen Holz ein. So, und dann sind wir, wie gesagt, erstmal wieder durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe natürlich, dass ihr im nächsten Let's Play wieder mit am Start seid. So, Bauarbeiter, richte 5 Gebäude, das haben wir erstmal abgeschlossen. Da würde ich sagen, werden wir uns erstmal die Belohnung holen und sind für heute erstmal wieder durch. Also ich denke, war ein cooles Let's Play. Mir hat es natürlich persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was haltet ihr von der App? Sagt ihr, ja, zockt die auf jeden Fall weiter oder sagt ihr, nö, so cool ist sie nicht. Lasset auf alle Fälle. Was müssen wir hier eigentlich noch machen? Hier will ich mal kurz gucken. Hier bauen wir erstmal Stufe 10. Okay, um das Gebäude zu verbessern. Auf 9 sind wir. Also würde ich sagen, werden wir das im nächsten Let's Play in Angriff nehmen. Wir sind für heute durch. Ach so, ne, hier unten sehe ich natürlich auch noch was im Markt. Was ist hier los? Ich weiß noch gar nicht, was soll ich hier kaufen? Was sagt ihr? Also ich sehe hier nicht so richtig durch. Ich will hier eigentlich diese Zeug und nicht so wirklich auf den Kopf kloppen. Aus dem Grund würde ich gerne mal von euch wissen, wie ihr das handhabt. Holt ihr euch hier irgendwie was im Markt oder eher nicht? Würde mich mal interessieren. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. So, mein Rucksack, wie sieht's da aus? Was haben wir hier am Start? Was haben wir hier? Alle mit am Start. Inventar, alle Gegenstände, wir sammeln, es werden in deinem Inventur gespeichert, wenn der Platz in deinem Inventur zu nahe geht. Kannst du weitere Taschen permanent für Römerhelme freischalten? Gegenstände für Sesterze verkaufen oder an deine Freunde verschenken ist ebenfalls ein guter Weg, um mehr Platz zu schaffen. Gut, okay, wissen wir Bescheid. Können wir hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen was in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, für heute sind wir erstmal wieder durch, haben soweit alles erledigt. Aus dem Grund würde ich mich auch erstmal wieder verabschieden. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.